Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Kurt Allensbach ist heute bei uns. Er ist wirklich spezialisiert, was die Entgiftung, die Entstressung, Entschlackung des Körpers angeht. Und heute reden wir aber auch mal speziell über den Stressabbau. Was bedeutet überhaupt, Stress zu haben? Wie spüren wir das im Körper? Und welche Möglichkeiten und Ansatzpunkte haben wir, um da wirklich in eine ganzheitliche Regulation von unserem Körper reinzukommen? Bleiben Sie dran. Hallo lieber Kurt. Hallo Corina. Schön, dass du wieder da bist. Gerne, gerne, immer wieder. Stressabbau, dafür müssten wir erstmal wissen, in welchen Bereichen spüren wir den Stress? Weil du hast ja viel mit Menschen zu tun, du kriegst viele Rückmeldungen. Es sind ja oft auch Menschen dabei, die diverse Krankheiten, Stressmuster und Probleme haben. Was ist für dich so wirklich das Spektrum, wo du sagst, das gehört für mich alles zu Stress? Also Stress hat in den letzten 3 Jahren, wir wissen alle, was in den 3 Jahren passiert ist, jetzt haben wir auch noch den Krieg, hat, ich darf sagen, dramatisch zugenommen. Ich habe das Glück, dass ich eine Ausbildung gemacht habe als Stresscoach. Mhm. Also ich kann Stress erkennen, ich spüre das, wenn ein Körper im Stress ist, ob ich jetzt den sehe oder am Telefon. Und meine Erfahrung ist, dass das Stressniveau in den letzten 3 Jahren stark zugenommen hat, weil eben viel Ängste geschürt worden sind, Unsicherheiten, das erzeugt Stress. Und das spürt man dann auch im Alltag. Also es wird alles schnell gemacht, es ist auch ein bisschen Unzuverlässigkeit ist entstanden. Wir mit Lieferanten haben wir mehr Schwierigkeiten als früher. Und wie gesagt, ich glaube, ich müsste mal wieder oder eine Basisinformation geben, dass Stress da ist. Und deine Frage ist eben, was kann man machen? Und das Problem sehe ich, dass viele nicht wissen, dass sie im Stress sind. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, dass mich was quält, dann mache ich natürlich auch nichts dagegen, aber es beeinflusst meinen Alltag. Und das möchte ich einfach als Beitrag leisten zu eurem tollen Gesundheitssender. Schaut auf euren Stress. Es gibt Hinweise darauf, dass man gestresst ist. In meiner Ausbildung zum Stresscoach konnte man das auch, also konnte man das messen. Und ich kann mich erinnern. Wie habt ihr das gemessen? Mit der HRV, der Herzratenvariabilität. Ja. Mhm. Und einfach so, um das Bewusstsein zu schärfen, wie schlecht man selber abschätzen kann, wenn man Stress ist. Wir waren damals, 2016, glaube ich, war das, waren wir an der Messe. Damals waren die Messen noch Fand den Stand, genau, nochmal. Und dann hatten wir unseren Stand. Und haben dann so uns, um die Leute zu motivieren, gesagt, wir laden sie ein, ihren Stress zu messen. Und wenn das Programm weniger Stress misst als bei einem von uns Stresscoaches, dann geben wir ihnen 10 Franken. Ah. So, haben wir so gemacht. Und die Leute waren, die Frauen, Männer, kein Unterschied, Alter, erstaunt, wie hoch das Stressniveau war. Jetzt war das nicht irgendwie eine sehr, sehr gestresste Atmosphäre, die war gekommen. Wir haben zuerst mit ihm gesprochen, um eben die ein bisschen drunter zu holen, haben gesagt, so, jetzt messen wir sie und messen uns gleichzeitig und vergleichen dann die HRV. Und keiner hat die 10 Franken abgeholt. Keiner? Nein. Ist jetzt eine HRV eine situative Diagnostik oder kann man da schon auf Langzeit Nein, das ist eine situative Diagnostik, okay. Aber interessant ist zum Beispiel, wir haben dann den Grundstress gemessen und gesagt, okay, die 10 Franken, die kriegen Sie nicht, aber wir wollen mal schauen, wie groß noch der Einfluss ist von irgendwelchen Ereignissen. Und dann haben wir gesagt, denken Sie mal an ein Ereignis von vor zwei, drei Wochen, irgendwas, Arbeit, privat, Sport, eine Stresssituation, nur daran denken. Dann hat das ausgeschlagen. Mhm. Und dann haben wir die Messung beendet und gefragt, was war das? Wollen Sie darüber sprechen? Ja, wissen Sie, ich hatte ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten. Schauen Sie mal, das belastet Sie heute noch so. Sie denken an das, es belastet Sie. Mhm. Und was ich einfach jetzt hier als Information gerne ergeben würde, der Stress ist einer der Hauptpfeiler der Ungesundheit, also der Krankmacher, und er ist wichtig. Und ich habe hier
eine Grafik mitgenommen, einfach mal nicht um Angst zu machen, um zu zeigen, wo Beschwerden auftreten können, kommen, die stressindiziert sind. Also es fängt oben an, chronische Kopfschmerzen, Migräne, kann Stress sein. Mhm. Der Tinnitus, ich habe noch nie einen Kunden gesagt, gehört, ich weiß, wo der Tinnitus herkommt. Aber Menschen haben Tinnitus. Dann Nackenmuskulatur, machen wir dann anschließend noch mit dem Schlaf. Schmerzen in der Brust, Diabetes, das ist eigentlich bewiesen. Die ganze Zeit Glukose ausschütten führt zu Diabetes Typ 2. Dann Blähungen, Verstopfungen, also das ganze Gastrointestinale. Libido, also kenne ich selber, wenn ich im Stress bin, dann geht es nicht. Blutdruck, geschwächtes Immunsystem, das ist ganz, ganz ein heikler Zusammenhang. Und Hautveränderungen. Das kenne ich von mir, wenn ich im Stress bin. Meine Haut wird ja immer gelobt, weil ich eben so entgiften. Mhm. Aber wenn ich im Stress bin oder früher, dann hat sich die Haut innerhalb von 3 Minuten geändert. Und das möchte ich einfach so weitergeben. Stress ist ein Zustand des Körpers, der es eigentlich unmöglich macht, gesund zu leben, weil nichts funktioniert. Und warum funktioniert nichts? Weil der Stress von der Natur erfunden wurde, in Notsituationen zu reagieren. Und in einer Notsituation muss ich nicht kreativ sein, muss ich nicht verdauen, muss ich mich nicht fortpflanzen, sondern ich muss einfach kämpfen oder überleben. Und darum ist das alles andere kaltgestellt. Die Natur stellt es kalt. Immunsystem muss ich nicht produzieren, wenn ich kämpfe, flüchte. Der Körper braucht alle Energie für diese Notsituation. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir konstant im Stress sind, das haben die Messungen gezeigt an der Messe, dann ist alles andere runtergesetzt. Und darum ist ein Stressregulatorium essentiell, um überhaupt alles, was man sonst macht, dass das Erfolg hat. Ich habe viele Telefonate, Anrufe von Menschen, Alters von 40 bis 70, die sagen, und ich spüre, die sind im Stress, die sagen, Herr Ansbach, was soll ich denn alles noch machen? Ich gehe in die Therapien, ich mache Nahrungsergänzungsmittel, ich habe diese Kur gemacht, nichts nützt. Dann frage ich, haben Sie mal Ihren Stress angeschaut? Sie sind gestresst? Sie sind der Erste, der mir das sagt. Hm. Und das ist eben, das tut mir dann so weh, wenn wirklich verzweifelt, jahrelang Geld ausgegeben, aber es geht gar nicht, weil der Körper nicht bereit ist. Der hat andere Aufgaben. Und jetzt möchte ich auch den Stress nochmal erklären. Es gibt den sogenannten Makrostress und den Mikrostress. Makrostress wäre, wenn jetzt die Regie da zu uns rausrennt und sagt, alle verlassen, das Gebäude brennt. Mhm. Dann packen wir uns selbst und sonst nichts und schauen, dass alle rauskommen, oder? Und draußen erholen uns. Das ist ein Makrostress. Und dann wird niemand auf die Idee kommen und sagen, ja, und jetzt sofort aufräumen, sondern jetzt müssen wir zuerst uns erholen. Weil das ist so ein Erlebnis, das beeinträchtigt uns so im Moment, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, wieder zu funktionieren. Das ist der Makrostress. Ist es dann auch der Stress, wo man eigentlich jetzt wegrennen müsste? Genau, machen wir auch. Wir rennen ja weg. Ja. Wir rennen, genau. Wir rennen weg. Kämpfen müssen wir nicht, weil das Feuer ist stärker. Eben Flucht oder Kampf. Und wenn ich aber vorm Fernseher sitze und erschrocken werde durch Horrorszenen, genau, super. Dann habe ich doch genau den gleichen Effekt, nur dass ich mich eben nicht bewege. Genau, und das eben, das fährt dann rein. Und darum sage ich, einen Horrorfilm abends um 9 Uhr schauen. In Deutschland haben wir den von 8 bis 7:45. So, ist eigentlich Stress pur. Und wenn man sich nämlich beobachtet, der Atem, wenn irgendeine grausame Szene kommt, ich weiß nicht, geköpft oder was auch immer, so, dann. Und eben der Makrostress ist gar nicht das Problem, wobei beim Krimi ist nicht Makro, sondern Makrostress ist großes Ereignis. Oder wenn zum Beispiel auf der Autobahn, auf der deutschen Autobahn passiert das ja ab und zu, jemand reinschneidet, so Stress. Das ist auch schon Makro, weil das spüre ich. Den Mikrostress spüre ich nicht mehr. Und der ist aber das Problem, weil der Mikrostress eigentlich den ganzen Tag aktiv ist. Mhm. Und der macht eben das alles zunichte, weil der Körper ist nicht gemacht, ständig im Stress zu sein. Und wenn es eben die ganze Zeit ist, ist es chronisch, also ich spüre es nicht mehr. Mhm. Und darum das große Staunen, Moment, warum bin ich im Stress? Ich habe doch das Gefühl, ich bin nicht im Stress. Doch,
das Programm zeigt. Und was macht Mikrostress? Mikrostress macht genau das Gleiche wie Makrostress. Also der Körper ist im Flucht-Kampf-Modus, alles andere wird runtergesetzt. Und das ist auf Dauer schädlich, weil ich habe keine Erholungszeit mehr. Bei Makrostress eben, Hund bellt mich an oder verfolgt mich oder eben Feuer oder einfach ein großes Ereignis. Jeder wird dann sagen, so jetzt brauchen wir Pause. Automatisch. Da kommt niemand auf die Idee und sagt, ich mache weiter. Weil du spürst die Belastung. Und im Mikrostress, die erste Belastung am Morgen ist ja der Wecker. Wir schlafen, voll wach. Das ist Stress für den Körper. Und dann geht's weiter. Dann schaut man auf die Uhr, okay, aha, dann nehme ich mir 15 Minuten fürs Essen, dann muss ich ins Auto, oh, Navigationsgerät meldet Stau. Auf der Hinfahrt zu euch habe ich mich selbst wieder beobachtet. Ich hatte 5 Staumeldungen. Und jedes Mal, Stress wollte kommen. Ich habe gesagt, nee, du musst gar nicht erst kommen. Gut, ich habe das trainiert. Was mir jetzt gerade spannend kam, ich hatte mal eine Weckerfunktion, weil ich gedacht habe, ich will mich mal sanft wecken, nicht mit Stress, mit Vögelgezwitscher. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, als ich dann tagsüber Vögelgezwitscher gehört habe, hat es mich voll genervt, weil ich dachte, der Wecker klingelt wieder. Genau. Das war ja dann auch so eine Kopplung, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich doch nochmal was anderes finden. Also der Wecker, das geht fast nicht anders, als dass das der erste Stress ist, weil der Körper ja künstlich geweckt wird. Er ist normalerweise, also ich habe den Luxus, ich habe keinen Wecker, ich stehe auf, wenn ich aufstehe. Aber die meisten müssen, weil Bahn fährt oder Arbeitszeit, was auch immer, das ist der erste Stress. Und da wäre es zum Beispiel wichtig, okay, der Körper hat einen Stressimpuls, weil er nicht, er kennt zwar das Geräusch, aber trotzdem das Wachwerden, aus dem Schlaf gerissen werden, ist der erste Stressimpuls. Und jetzt muss man auch wissen, dass wenn das die ganze Zeit so geht, Mikrostress, und wir haben gelernt, das ist so, der Mikrostress ist das sogenannte Problem. Weil es die ganze Zeit eigentlich heißt, ich muss mich vorbereiten auf eine Notsituation. Ein Wecker ist keine Notsituation. Ist einfach in unserer Gesellschaft etwas, die Naturvölker hat niemanden einen Wecker. Es ist sogar was anderes, wenn ein Mensch dich langsam so schüttelt, weißt du? Das ist ein sanfteres Aufwachen als grrr. Ja, stimmt, definitiv. Wenn man jetzt aber über Jahre hinweg einen gewissen Stresslevel hat, dann passieren ja gewisse Prozesse, Nebennieren, Adrenalin, Cortisol. Ja. Was sind da so die Effekte? Wie kriege ich das wieder reguliert? Weil irgendwann ist ja das Fass so übergelaufen. Ja, richtig. Und dann kommen eben diese chronischen Krankheiten, die ich jetzt ein paar erwähnt habe. Und gehen immer die Verspannungen. Also chronischer Stress führt zu Verspannungen. Das geht gar nicht. Die ganze Zeit wird Zucker ausgeschüttet in die Muskeln und wir brauchen die nicht. Wie du das gesagt hast, eben Krimi, eine gefährliche Situation, der Mörder kommt mit dem Messer, oder? Und unser Körper sagt, das ist gefährlich. Der sagt nicht, ja, das ist ja nur die Mattscheibe. Denn als unser Körper erfunden wurde, Zehntausende von Jahren zurück, da gab es keine Mattscheibe. Einfach Gefahr. Jetzt muss ich im Prinzip den Tribut, den ich gezahlt habe, den muss ich jetzt mit einer zusätzlichen Kraft Gegensteuer geben. Also ich muss die Verspannungen loswerden. Und das andere ist jetzt natürlich, das ist so die erste Maßnahme, aber wie schaffe ich es, dass der Stress dann mich gar nicht mehr so quält? Oder die Hormone auch die Stresshormone loswerden. Genau. Also der Stress produziert ja die Hormone. Und die Hormone, das muss man auch wissen, die Hormone bleiben 6 Stunden im Körper. Und dann wird der Körper die automatisch selber neutralisieren. 6 Stunden. Jetzt, wenn ich aber um 7 Uhr anfange, dann habe ich die ganze Zeit Stresssituationen. Die letzte Stresssituation habe ich beim Krimi. Gell? Oder wenn die falsche Fußballmannschaft ein Tor schießt zum Beispiel. Dann sagen wir 10 Uhr plus 6 macht 4 Uhr. Das heißt, ich habe im Schlaf Stress und ein Körper, der Stresshormone hat, schläft nicht gut. Das weiß jeder. Und jetzt muss ich schauen, dass ich das Stressniveau runterbringe, dass ich irgendwann im Verlauf des Tages, am Abend, den Körper so reinige, dass die Stresshormone draußen sind. Und dann kommen die negativen Effekte des Stresses nicht. Und so kann ich mit der Zeit erstens mal die Spuren, die der Stress hinterlassen habe, kann ich neutralisieren. Das ist also reversibel. Das heißt nicht, einmal verspannt,
bis zum Sargdeckel verspannt. Da habe ich hunderte von Kunden. Und dann eben schauen, wie kann ich das Stressniveau senken. Und dann das schöne Geschenk ist, wenn dann das aktuelle Stressniveau gesenkt ist, dann erträgt es auch wieder mehr. Meine, du kennst Menschen, ich kenne Menschen, wo man weiß, okay, da kann man nicht viel diskutieren, da wird es gleich explodieren. Mhm. Warum? Weil eben das Fass schon sehr, sehr voll ist. Und wenn man das Fass dann leert oder idealerweise ganz leer macht, dann kann es auch mehr tragen. Und das ist auch das Geschenk, das habe ich bei mir selbst erlebt, aber auch viele Kunden. Ich kann wieder mehr machen, ich kann mehr schwere Gespräche führen, ich halte einfach mehr aus. Mhm. Und natürlich dann die körperlichen Beeinträchtigungen, dass die Verspannungen gehen weg, Immunsystem funktioniert wieder, Kopfweh geht weg, das sind dann die Geschenke oder eben der Schlaf. Und da können wir jetzt dann auch noch, wenn du dann sagst, zum Schlaf rübergehen. Ja, gerne. Ja, also Schlaf und Stress hängen insofern zusammen, als der Stress etwas ist, was im Schlaf nicht automatisch reguliert wird. Mhm. Also der Schlaf ist nicht erfunden worden, um den Stress, den man sich aufbaut, 6 Stunden, den abzubauen. Der Schlaf kann das nicht. Wer kennt es nicht? Nachts um 2 wird man aufgeweckt. Wird man? Von wem? Vom eigenen Körper? Weil es dreht, man beschäftigt sich mit was. Und das ist das Zeichen des Körpers, sagt, du, Moment, ich kann das nicht, du musst es selbst machen. Hast du wahrscheinlich erlebt, habe ich schon erlebt. Und beim Schlaf ist es auch so, das ist so ein Regulatorium, dem viel zu viel zugemutet wird, weil man einfach die Belastungen nicht ausgleicht. Ich mache das, wenn ich merke, dass ich Belastungen habe, dann gehe ich in meine Infrarotkabine, die mir das Stressniveau ausgleicht, die Verspannungen löst und dann geht es mit dem Schlaf einfach. Und jetzt kann ich vielleicht noch sagen, was sind die Aufgaben des Schlafes? Also der Schlaf, machen wir es positiv, der verarbeitet Emotionen, aber nicht allzu starke. Die allzu starken Emotionen, die Stress auslösen, die sollte man selbst verarbeiten. Im Schlaf wächst man. Mhm. Also nicht wir, weil wir sind erwachsen, aber wenn du zum Beispiel ein Training machst, dann der Muskel wächst im Schlaf. Mhm. Der wächst nicht am Tag, weil er die ganze, am Tag wird er gebraucht, ist ja logisch. Immunsystem wird reguliert. Und Stoffwechselvorgänge passieren. Das sind so die 4, vielleicht nur 1, 2 kleinere, aber das sind so die Hauptpunkte des Schlafes. Das ist die Aufgabe des Schlafes. Alles andere, Verspannungen, die werden nicht gelöst im Schlaf. Das kennt jeder, wenn du verspannt ins Bett gehst und nichts machst, dann bist du am Morgen, ich muss mich zuerst wie ein Roboter. Stressabbau ist auch nicht Aufgabe des Schlafes und kann er nicht, weil Stress, wenn ich am Abend Stress habe, dann habe ich das Gefühl, ich wäre besoffen, also ich komme nicht in die Gänge. Kennen wir alle. Und so kann ich den Schlaf verbessern, indem ich den Stress abbaue. Da kann ich auch Hausmittel nennen, wenn ich die Verspannungen löse. Und dann ist der Schlaf automatisch besser. Also ich kann auch mit der Infrarotkabine nicht direkt den Schlaf besser machen, aber ich kann die Voraussetzungen schaffen, dass der Körper wieder gut schläft. Und Schlaf an und für sich, wenn der Schlaf zu kurz ist oder zu unruhig, dann ist die ganze Regenerationsfähigkeit dahin. Jetzt hast du gerade die Infrarotkabine genannt. Haben wir ja noch gar nicht so, sind wir gar nicht drauf eingegangen, ein paar Hausmittelchen. Inwiefern hast du jetzt Beobachtungen gemacht, wie eben eine gezielte Infrarottechnologie da wirklich Einfluss haben kann auf den Hormonkreislaufstoffwechsel? Also das, was meine Kunden teilweise in den Testsitzungen oder dann, wenn sie 2-3 Mal zu Hause, das eines der ersten Verbesserungspunkte ist, die schlafen praktisch alle besser nach 2-3 Sitzungen. Mhm. Weil eben die Kabine die Aufgabe übernimmt. Also ich habe ja auch ab und zu Verspannungen. Nicht so der Stress, weil ich immer versuche, den im Entstehen zu neutralisieren. Mhm. Es gibt ja auch eine sogenannte Neutraltechnik. Aber die Verspannungen, das merke ich teilweise auch zu spät, beziehungsweise kann dann auch vielleicht nicht anders. Also wenn ich irgendetwas arbeite, kann ich sagen, okay, lass mal es da liegen, sondern ich mache das dann zu Ende. Aber der Schlaf, der ist immer besser, sehr, sehr schnell, weil eben alles reguliert wird. Super.
Wir hatten im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, dass ich über das Schwitzen auch Stresshormone loswerde. Ja. Das fand ich ein ganz spannender Punkt. Die Stresshormone sind ja 6 Stunden im Körper und idealerweise gehe ich dann in den Schlaf, wenn keine Stresshormone im Körper sind. Gut, jetzt schaffe ich das nicht, weil auf der Rückfahrt zu Hause, 18 Uhr, irgendjemand stört mich oder was auch immer, ich bin gestresst. Dann vielleicht noch ein Gespräch nicht so gut zu Hause oder eben der Krimi. Wenn ich jetzt dann in die Infrarotkabine gehe, dann werden die Stresshormone, die eben ausgelöst werden durch den Stress, im wahrsten Sinne des Wortes rausgeschwitzt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ja, kann das sein, kann das nicht sein. Aber ja, klar, in dem Moment, wo ja Menschen Angst haben oder in Stress sind oder was weiß ich, verliebt sind oder gerade Sex hatten oder so, dann eben das, also diese Stoffe sind ja dann wirklich auf der Haut. Ja. Scheinbar ist es ja dann. Genau, die Glückshormone, die sind nicht das Thema, weil die fördern sogar den Schlaf. Und es werden auch in der Infrarotkabine werden auch Glückshormone produziert. Nicht das Glückshormon muss das Stresshormon verdrängen, sondern das Stresshormon muss raus. Mhm. Die vertragen sich auch nicht so gut und das Glückshormon wird produziert. Aber das ist genau der Punkt. Ich schwitze, die normalerweise 6 Stunden geht's, bis das Stresshormon alleine abgebaut ist. Und ich beobachte das regelmäßig, wenn Kaderleute zu mir kommen, die schlafen mir fast ein in der Kabine um 17 Uhr. Was für Leute? Kaderleute. Also Leute in Kaderpositionen, in Führungspositionen. Ah, okay. So, bei uns ist Kader im Sport. Okay. Ja, an Führungspersonen, ob es dann immer persönlich, aber Führungspersonen, genau. Und die schlafen mir fast immer ein, weil die das erste Mal wirklich den Stress so abbauen können, dass der Körper in die Ruhe kommt. Hat das dann auch was mit dem Parasympathikus zu tun? Absolut, genau das ist das. Der Parasympathikus darf dann endlich wieder wirken. Weil wir haben ja diese zwei, genau, Parasympathikus. Wir vergleichen das bei uns mit dem Bremspedal. Mhm. Und der Sympathikus, das ist das Gaspedal. Mhm. So. Und das muss ja im Gleichgewicht sein, wie beim Auto. Also ein Autofahrer, der beides gleichzeitig, ja. Ja, erstens das. Und ein Autofahrer, der nie bremst, irgendwann ist die Wand da. Und das machen wir mit unseren, wir bremsen nie. Mhm. Und wenn der Körper dann den Ausgleich erfährt, dann, und das ist schön, man hat keine Chance, dann wird man einfach runtergeschraubt. Und die Leute sagen mir nach einer Sitzung, Herr Ansbach, ich habe eine Ruhe, hatte ich schon lange nicht mehr. Und diese Ruhe, die kann man trainieren. Und wenn man von einem viel ruhigeren Punkt ausgeht im Leben, dann kann man auch mehr ertragen. Man kann dann auch in ein schwieriges Gespräch gehen und sagen, okay, eine Stunde wird schwierig, aber ich bin vorbereitet. Ich werde auch nicht ausfallen, was ja auch hilft in den Gesprächen. Ich habe ab und zu schwierige Gespräche, also nicht mit den Kunden, weil ich wirklich super Kunden habe, aber es gibt ja noch andere Gruppen und da muss ich mich nicht vorbereiten. Okay, egal was kommt, ich bleibe dran, ich bleibe in der Mitte, ich bleibe sachlich und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Mhm. Ja, schön. Jetzt gibt es ja immer wieder noch Fragen, zum Thema Spektrum, Vollspektrum, was geht's da? Kann jede Kabine alles oder muss ich mich da auch ein bisschen mal noch klarer informieren? Da muss man sich sogar sehr klar informieren. Du sprichst jetzt die verschiedenen Typen von Infrarotkabinen an. Das sage ich gerne, weil immer wieder Fragen kommen. Mhm. Ja, was meinen Sie da zu der Kabine etc.? Und dann sage ich einfach das, was ich weiß. Ein Vollspektrumstrahler, das ist vielleicht was ganz Wichtiges, weil es sehr viele Anbieter gibt mit Vollspektrumstrahlern, hat das volle Spektrum des Infrarot, also Infrarot A, B und C. Und wir haben ja auf der Webseite, und da informieren Sie sich bitte, darf ich die kurz sagen, www.alvaspa.ch. Da haben wir gut erklärt, warum zum Beispiel das Infrarot A in der Infrarotkabine gesundheitsbedenklich ist. Haben wir 8 Studien, Doktorarbeiten, Hinweise hinterlegt, warum das eben gesundheitsbedenklich ist. Und da muss man einfach genau hinschauen. Ein paar Studien lesen, auch die Begründungen, und dann ist eigentlich der Fall klar. Es braucht es auch nicht, um eine Wirkung zu erzeugen. Dann gibt es noch die Frage, die oft kommt, zu den Flächenstrahlern. Flächenstrahler sind in der Infrarotkabine einfach die Wand der Infrarotkabine, die Infrarot abstrahlt. Da habe ich nichts dagegen, aber ein Flächenstrahler arbeitet nur mit dem relativ schwachen Infrarot C.
da wird es auch warm, aber die Wirkungen, die ich jetzt eben gerade in diesem Interview beschrieben habe, wie zum Beispiel wirklich sehr gut Stresshormone ausleiten, Verspannungen lösen, das wird in einer Kabine mit Flächenstrahlern nicht so passieren. Bei weitem nicht so. Was brauche ich dann dafür? Da brauche ich das Infrarot B, was wir natürlich haben. Man kann das auch testen. Man kann eine Testsitzung machen, zum Beispiel bei uns. Man kann dann eine Testsitzung machen in einer Kabine mit Flächenstrahlern und jeder wird dann in einer Sitzung den Unterschied spüren. Okay. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, das ist ein Produkt, eine Maschine, darf man sagen, für die Gesundheit. Wir haben uns vorher unterhalten, wir beide haben die Skis getestet, weil wir wollten wissen, welcher Ski ist der beste für mich, weil da macht es am meisten Spaß. Da investieren wir Zeit und ich sage immer, investieren Sie noch mehr Zeit für etwas, was die Gesundheit noch mehr beeinflusst. Denn was Sie zu Hause haben, entscheidet, wie gut Sie Stress abbauen können, wie gut Sie Ihr Immunsystem stärken können. Im Prinzip, wie gut Ihre Gesundheit ist. Das entscheiden Sie durch Ihren Kauf. Genauso wie wenn ich ein Fahrrad kaufe, entscheide ich durch meinen Kauf, wie toll wird dann der Skitag oder der Fahrradausflug. Ich entscheide und so viel kriege ich dann. Und das ist eine persönliche Entscheidung. Ich bin immer wieder freudig erstaunt, wie weit gerade deutsche Kunden zu mir fahren, um bei mir eine Testsitzung zu machen, weil sie eben sagen, also das hört sich so gut an, aber das will ich wissen. Und dann sage ich, und die verdienen dann auch, dass sie was Gutes haben, weil die haben investiert. Mhm. Und man muss ein bisschen investieren. Wir haben beide Wochenende gebucht zum Ski zum Testen, aber jetzt fahre ich seit 5 Jahren ganz einen tollen Ski. Das Wochenende hat sich 1000 Mal ausbezahlt. Mhm. Ja. So. Schön. Ja. Danke, lieber Kurt. Sehr, sehr gerne. Ein schöner Rundumblick. Ja, ja, hat mich wirklich, also war mir jetzt wichtig, weil in den letzten 3 Jahren ist es sowas von angestiegen. Also großer Appell. Schauen Sie mal zu Ihrem Stress oder nehmen Sie sich die Zeit, mal das zu probieren, wie Sie eben ruhiger werden. Ich sage mal, das ganze Leben wird schöner. Schön. Danke. Ja, gerne geschehen. Liebe Zuschauer, ja, das mit dem Aspekt, mit dem Stresshormon rausschwitzen, finde ich schon mal ein ganz spannender Ansatz. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges wieder mitnehmen an wertvollen Informationen für sich zu Hause und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.